Hallo und herzlich willkommen zurück in WWE 2K22. Wir sind mittlerweile soweit und haben unseren NXT-Vertrag unterschrieben. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade unsicher. Ich weiß nicht mehr, was genau passieren wird jetzt. Wir hatten unsere ersten zwei NXT-Matches gegen Damian Priest und gegen Danny Burch. War das richtig? Boah, ich bin... Hilfe, ich bin so durch. Genau, auf jeden Fall befinden wir uns jetzt gerade wieder hier hinten in unserem wunderbaren Menü und ich gehe mal Social Media gerade durch. Wo wir Post bekommen haben von William Regal. Ich habe vielleicht eine Gelegenheit für dich, dir die NXT North American Championship zu holen, falls du Interesse hast. Gib mir Bescheid. Du verschaffst mir ein Match gegen Damian Priest? Noch nicht, zuerst müsstest du ein Triple Threat Match gewinnen. Dann könntest du Priest zu einem Kampf um seine NXT North American Championship herausfordern. Was hältst du davon? Jetzt instant eine Chance auf einen Titel? Ich meine, ich bin dabei. Steck mich in das Triple Threat. Das Kopfgeld. Cool. Okay, nice. Let's go. Ich habe mich jetzt auch übrigens an das Moveset gemacht. Ich habe so ein bisschen an das angepasst, was ich früher in meiner... Darf man das eigentlich sagen? Was ich früher in meiner Backyard-Wrestling-Zeit so ungefähr benutzt habe. Also ich habe es ein bisschen geupgradet, muss ich dazu sagen. Aber ja. Das ist jetzt so ungefähr das, was ich... anvisiert habe und worauf ich mich dann am Ende auch spezialisieren wollte. Ich hoffe, der hat auch alle meine Veränderungen übernommen. Den Entrance habe ich nicht bearbeitet, fällt mir gerade ein. Naja. Ist okay. Ist okay. The following contest is a triple threat match, making his way to the ring from Cologne, Germany. Oh yeah. Okay. Wer sind unsere Gegner? Das ist immer super spannend, dass wir das vorher nicht wissen. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Oh Gott. Timothy Thatcher. Oh Gott, das wird... Aua. Oh nein. Donovan Dijak, beziehungsweise Dominik Dijakovic. Ich bin sehr überrascht, weil die sind gar nicht richtig im Roster drin. Finde ich sehr geil, dass sie die hier noch mit eingebaut haben. Oh, das wird ein Kracher, Leute. Das wird ein richtiges Kracher-Match. Alex Stream, Timothy Thatcher und Dominik Dijakovic. Und mein Controller ist gleich leer. Ja, wunderbar. Oh, Doppelsuplex und... Okay, wir müssen es gewinnen. Das finde ich schon wieder ein bisschen doof, muss ich ehrlich sagen. Dass wir es gewinnen müssen. So, wunderbare Uppercut. Und dreh mir niemals den Rücken zu, Junge. Naja, mach du erstmal. Ist okay. Und wunderbarer Full Nelson Chokeslam. High Knee. Oh,
Und die Schläge ins Gesicht. Oh Gott, aua, 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 aua. Timothy, es reicht. Okay, Double Underhook in den Gutbuster. Oh nein. Okay, da hat er was nicht übernommen. Die sollte ich eigentlich nicht mehr haben. Oder habe ich das geskippt? So, Knee Lift, wunderbar. Hallo, könnt ihr Sit-Out Spinebuster Powerbomb, wie auch immer. So, das Knie. Und du auch. Lasst mich doch los. Okay, nochmal Double Under, nee, Full Nelson Slam. Ja, der hat gewisse Sachen hier nicht angenommen. Shit. Aber gut, Signature und so hat er übernommen und Brainbuster. Und jetzt geht's in den Air Raid Siren. Gegen Timothy Thatcher. Und wir haben unser Titelmatch. Wir haben unser Titelmatch, Leute. Das ging super. Super schnell. Vielleicht soll ich die Schwierigkeit einen hochdrehen. Ja, Brainbuster gegen den einen, Air Raid Siren gegen den anderen. Da sehe ich uns. Und wo ich uns auch sehe, ist im North American Titelmatch gegen Damian Priest, den wir ja auch schon besiegen konnten. War ein sehr, sehr hartes Match, also sehr schwieriges Match, aber wir haben es am Ende gewonnen. Und wenn es dann jetzt nochmal um den Titel geht, ich sehe, dass es einen Herausforderer für meinen NXT-NA-Titel gibt, alles klar. Kümmern wir uns darum. Ich biete demjenigen, der Alex Stream erledigt, $50,000 an und stelle sogar die Ausrüstung zur Verfügung. Erinnert ihr euch an meinen alten Nightstick? Roderick Strong könnte natürlich 50.000 gebrauchen und Santos Escobar ist auch interessiert. Ja, herrlich. Das ist ja nett. Well. Es wurde wirklich Geld auf uns. Also. Last week, you earned the opportunity to face Damian Priest for his North American Championship. However, after the match, Priest announced a $50,000 bounty for anyone who could successfully take you out. How have you been dealing with this situation? Look, it's clear that Damian Priest knows he can't beat me. So this was the only solution he could come up with to hold on to his championship. But it's not going to work. So far, no one's even attempted to cash in on the bounty. And that tells me that just like Priest, the rest of the NXT locker room wants no part of me. So it's been business as usual. If anyone does want to try to cash in, I'll consider it a warm-up for Priest. And if not, I'm ready either way. Okay, Junge, übertreib's nicht, bitte. Schreib mit deinem Mund. Nee, unterschreib mit deinem Mund keine Verträge, die dein Arsch nicht einhalten kann, ne? Oder wie war das? Auf Deutsch klingt das so viel beschissener, ehrlich gesagt.
Ich habe jetzt aber wirklich damit gerechnet, dass wir angegriffen werden. Oder dass wir nochmal aussuchen dürfen, was genau wir sagen. Ich meine, das, was er gesagt hat, war in Ordnung. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Natürlich. Roddy. Being a WWE superstar requires a lot of physical talent. Roderick. Nights like this in a no disqualification match, it's clear that creativity and imagination are equally important. Oh, there's no doubt about it, Michael. If you can Roderick, du bist doch ein guter Typ. Ally, you can change the course of this match in a heartbeat. Eigentlich, also technisch gesehen bist du ein guter Typ. Du kannst dir doch auch so, also oh, schönes Ding. Und dann der Kick ins Gesicht. Oh oh. Ich mag es aber auch, wie on point die Kommentatoren sind, ehrlich gesagt. Und das hier muss ich mal probieren. Es geht, Leute, und wir müssen da hoch. Ach du Scheiße. Kann ich nur springen, oder? Da kann man richtig rumlaufen. Ach du Heilige, wie geil ist das denn? Alter, wie geil. Ja, komm. He's staring his opponent down, getting into that zone. Und das geht in einen wunderbaren Neck Swing. What a disorienting attack. And with everything we've heard coming into this altercation, we knew this was going to just be ugly and nasty. Er kontert uns aus, das machen wir auch. Und da gibt's die Schlagserie. To the chest and then the throat, wicked. And these superstars are possessed right now. They'll take it beyond any limit to destroy. Ja, und durch und dann in diesen Knee Smash. This is only gonna get crazier. Face Smash ins Knie. Wie auch immer. Und nochmal die Military Press. Say what you mean, Cole. No one's supposed to be up there. Slam! Oh! Ja, Knie kann ich auch. No one trains to be taking these maneuvers in this kind of environment. This is just danger stacked on top of lunacy. Nein, 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 nein! Wie unnötig. Wie absolut unnötig, aber ich sehe hier eine Glasscheibe. Na komm. Kann ich dich da durchjagen? Ah, leider nicht. Impressive defense from Strong. Oh, gepackt mit dem Exploder Suplex. Oh, und Electric Chair Drop. Takedown. And now punches right. Vicious, aggressive attacks. Oh nein, oh nein. On the counter. Roddy. Oh, my goodness. Aus. Einfach aufhören. Nein, nein, oh Gott. Crushing knee strike. Oh. Strong evades the attack. Alter, nein. Gut check. End of heartache, ne? Alter. Das sieht gerade nicht gut für uns aus.
Vor allem, weil der noch den Finisher hat. Hallo. To the stomach. Down on the windpipe. Ach komm. Ich kann gerade nichts kontern. Jetzt. So, und hoch. Für den Power Slam. Oh, you can tell he's feeling it now. This fight is pumping him up. Ja, sehr schöner Kick und dann in den Pump Handle. Faceplant und gewonnen. Eieieiei. Und ich sehe wirklich nicht den kompletten Bildschirm. Cool. Muss ich meinen Monitor noch ein bisschen umbasteln. Bei mir stand nämlich gerade nur geschlossen und nicht abgeschlossen. Naja. Alles klar. Der erste hat es versucht. Wenn das bis jetzt noch nicht klar war, ist es das jetzt. Du hast eine Zielscheibe auf deinem Rücken, Alex Stream. Meine Titelherrschaft gleich. Hashtag live forever. Wen auch immer du auf mich angesetzt hast, hat versagt. Tatsächlich bin ich noch nicht fertig mit dir, Roderick Strong. Ich bin nächste Woche bei NXT UK. Komm rüber und wir beenden, was du angefangen hast. War toll, dir ins Gesicht zu schlagen. Mach ich gerne nochmal. Triff dein Ziel diesmal, Roderick. Und denk dran, das Geld kann ich von jedermann und überall eingestrichen werden. Auch in Großbritannien. Witzig. Witzig, dass wir Roderick Strong jetzt bei NXT UK herausfordern. Da kam doch jetzt erst die Meldung, dass er jetzt auch rüberwechselt, wirklich. Hat man das jetzt extra so getimed? Ach komm. Ihr seid doch, also wirklich, als ob es auf $50,000 bei euch ankommt in euren Verträgen. Das ist ja auch noch so schnell. Ja, schöner Wurf. Escobar is obsessed with the legacy of Lucha Libre, but wants to create one on his own terms. No mask, all results. Escobar's creating a new, modern tradition, one win at a time. As far as he's concerned, he doesn't need to wear a mask to properly honor his ancestors. Shit, ich habe schon wieder vergessen, wie man Leute anhebt. Santos. Weg mit dir. Na komm. Au. Also dieses Bicycle Knee, danke Seamus übrigens, für das Einführen dieses Moves, das bewirkt wirklich eine ganze Menge. Es nimmt den Schwung vom Gegner weg, haut gleichzeitig eine ganze Menge Schaden rein. Indian Deathlock, genau. Corey sagt es genau richtig. Indian Deathlock ist drin. Ah, Back Elbows.
Ja, und es ist wirklich nicht übernommen worden, warum auch immer. So. Also den könnte ich wirklich die ganze Zeit bringen. Und ein wunderschöner Schlag hier auf den Rücken. Gefolgt von einem DDT. Nein. Shinbreaker. Oder Jawbreaker. Entschuldigung. Jetzt geht's in die Ringecke. Gekontert. Und die nächste Schlagserie ins Gesicht. Und auch hier. Running Power Slam. Das kam er sofort hinterher. Na komm hoch. Eieiei. Einfach ausgehoben und weggeworfen. Schön. Natürlich. Na komm. STO. Ja, und sehr schlau mit der Armbearbeitung. Sehr, sehr schlau mit der Armbearbeitung. Nimmt uns natürlich die Kraft. Und mit den Würfen und Suplexes natürlich auch die größte Stärke, die wir haben. Aber wir setzen einfach mal an zu einem Brainbuster. Brainbuster außerhalb des Rings. Und wieder zurück in den Ring. Und jetzt müsste der zweite Finisher kommen. Ja. Backpack Facebuster. Wir brauchen auch noch Namen für die Moves übrigens. Wenn ihr da eine Idee habt, gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall besiegen wir Santos Escobar. Nach einem hinterhältigen Angriff. Und ich sag mal so, es hätte bei NXT UK auch noch, etwas schlimmer aussehen können. Ne? Also, ich meine, da läuft ein Walter rum, da laufen etliche andere Leute rum. Das mit der Belohnung hat ja bis jetzt noch nicht so gut geklappt, Arch of Infamy. Sollen wir unser NXT NA-Titelmatch jetzt auf jetzt einfach machen? Mal sehen, ob was hilft. Ob das was hilft. Ich verdopple die Belohnung offiziell auf 10.000. Gute Jagd. Wow, du willst wohl echt nicht gegen mich kämpfen. Na gut, ich werde nächste Woche im Ring stehen. Wenn jemand eine Chance auf die 100.000 haben will, nur zu. Oni Lorcan, sehr schön. Der hat immer alles in Großbuchstaben, das ist richtig. Will sich jemand mit mir zusammentun? Och nein. Och nee. Och nee. Das sieht wieder nach einem Handicap-Match aus. Handicap-Match gegen Oney Larkin und Danny Burch. Ich meine, bei Danny Burch wissen wir, dass wir den relativ easy down gekriegt haben. Aber in Kombination sind die beiden halt schon richtig, richtig stark. Damian Priest 100.000 durch K.O. Und jetzt die Bounty Hunters versuchen, den Priest's upcoming opponent zu
Und wir müssen auch noch beide. So, Backpack Facebuster angesetzt. Danny. Aber durch K.O., wie viele Finisher müssen wir denn da ballern? Oh, solange sie uns halt nicht gegenseitig. Ach so. Ach so. Okay. Geht also doch recht schnell. Oh oh, er nimmt Anlauf. Und wunderbarer Neckbreaker. So, Knee Strike. Und wieder der Schlag auf den Rücken, gefolgt von einem Knee Lift ins Gesicht. Jetzt wieder unsere Military Press. Ja, und eigentlich habe ich mittlerweile hier eine Senten eingestellt. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt. Och komm. Wieso fliegen wir dann immer rüber und werden nicht einfach gewippt? Das verstehe ich nicht, aber gut. So. Ich glaube, ein Brainbuster hier draußen reicht schon, oder? Nein! Ja, dann komm. Da gibt's den Backpack Facebuster außerhalb des Rings. Und der ist immer noch nicht fertig. Oh, ziehen von Gegnern. Ja. Das wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich den so anheben. Aber wie gesagt, ich habe es vergessen, wie das ging. Ah, so. In den Shoulder Breaker. Ja. Aber dann hat er die natürlich auch nicht übernommen, meine Sachen da. Ist doch nervig. So. Naja. Da geht's dann in die Air Raid Siren. Alter. Aber sehr schön. Ist aber sehr nett, dass da einfach ein Finisher in dem Sinne reicht. Warum er jetzt den zweiten zweimal fressen konnte und den ersten Finisher jetzt dann, naja, egal. Ich habe genug gesehen. Werde mich selbst darum kümmern. Ich habe dich im Visier, Alextreme. Oh, also machen wir jetzt endlich unser Titelmatch? Nein, ich erledige dich und behalte meine Belohnung. Ja, das könnte ein wenig schwierig werden, weil ich das Geld habe. Vielleicht solltest du nächstes Mal keine 100.000 Dollar im Schließfach liegen lassen. Was? Das ist eine komische Wendung. Das hätte man uns hier auch ruhig zeigen können.
Niemand klaut ungestraft von mir. Du bist tot. Ich habe nichts geklaut. Betrachte das als Pfand, damit ich endlich meinen NXT... Meine Güte, ich habe echt Probleme, ne? NXTNA. Titelmatch von dir kriege. Danach gebe ich dir dein Geld zurück. Na gut, das wird ein No-DQ sein. Dann können sich und mein Nightstick dir schön einheiz... können ich und dein Nightstick... Ja, also er will uns einfach verprügeln. Und damit das klar ist, wenn ich mit dir fertig bin, wirst du nicht mehr... Hashtag live forever. Du verlässt gleich diesen Hub. Bist du bereit, deine Geschichte fortzusetzen? Ja? Hä? Ich muss ehrlich zugeben, die Frage hat mich jetzt mehr verunsichert als alles andere. Aber ja, wir werden es gleich sehen. Und vielleicht sind wir dann in Folge 4 auch schon der NXT North American Champion. The following contest is scheduled for one fall and is for the NXT North American Championship. Wir werden erst im Ring vorgestellt, oder? Glaube ja. Dann schauen wir uns Damian Priests kompletten Entrance an. From the underground of New York City, Damian Priest has arrived. Calm demeanor, but about to unleash chaos. Der NXT North American Champion. Aber den kann ich jetzt nicht schon wieder aufs Thumbnail packen. Verdammt. Ich muss sagen, ich finde es wirklich sehr überraschend, dass Regal uns direkt so viel zutraut, aber andererseits haben wir bei unserem Tryout ja auch direkt einen NXT, einen ehemaligen NXT-Champion besiegt, von daher, warum nicht? North American Championship und jetzt Greg Hamilton. Introducing the challenger from Cologne, Germany, weighing in at 332 pounds, Alex. Krüppelhand. And introducing the champion from New York, New York, weighing in at 249 pounds. He is the NXT North American Champion, Damian Priest. This title represents America, Mexico, and Canada. Ja, ich bin ready. NXT North American Champion. So werden wir uns nach diesem Match nennen können. Damian Priest's opponent has been unstoppable ever since Priest placed a bounty on his head. Und es gibt direkt einen Saito Suplex. Versuche durch Pinfall oder Aufgabe zu gewinnen. Okay, wir sind also nicht dran gebunden. Schön. Wir sind also nicht dran gebunden, unbedingt zu gewinnen. Das war in den letzten Jahren ja immer so ein Problem, ne? Da war es wirklich fest vorgesehen, dass man dann den Titel gewinnt. Und wenn man es nicht geschafft hat, musste man halt neu starten. Also dann ging das Match einfach so lange, bis man gewonnen hat.
position now. So, und eigentlich habe ich hier auch, ja, schöne Sachen bearbeitet. Schade. Ja, sehr schön. Und es geht in die Submission hier. In einen Camel Clutch. Ja, bevor er hier noch kontern kann, brechen wir lieber ab. Also ich finde, wir sind doch sehr dominant. Und rollen ihn hier einfach mal sehr gekonnt ein. Schade. Und raus mit dir. Und die Senden. Interessante Monitorphysik. Weg mit dir. So, darf ich nochmal? Ach ja, ist ja nur die Q, ne? Stimmt, da war ja was. Ja komm, Damien, wir beenden es jetzt. Wir beenden das jetzt. Gib mir deinen Titel, ich behalte das Geld. Eins, zwei... North American Champion. Here is your winner and the new NXT North American Champion. Und ja, ich werde die Schwierigkeit hochdrehen. Wir haben den Titel. Aber ich würde ja fast schon sagen, wir geben einfach Damien das Geld wieder zurück. Okay, Story abgeschlossen. Sehr, sehr nice. Wir geben erstmal die Punkte aus. Genau, erstmal da, wo es überall gleich kostet. Und jetzt können wir noch einen ausgeben. Ich würde den wieder auf die Verteidigung packen. Schön. Social Media. Das Ende naht für NXT Extreme. Oh Gott. Und nicht Karrion Kross. Okay, Moment. Leute, bitte kauft meine T-Shirts. Ich brauche insgesamt $50,000, um das verlorene Geld wieder reinzukriegen. Danke. Alles Geld der Welt reicht nicht, um mich auszuschalten. Arch of Infamy. Danke für den North American Title. Hashtag immer siegreich. Die einzige Belohnung, die heute kassiert wurde, war die WWE NXT North American Championship. Wir gratulieren dem neuen Champion at Extreme. Das Ende naht für at Extreme. Das Ende? Ich fange gerade erst an. Plan nur drauf los, aber du kannst das Unausweichliche nicht aufhalten. Der jüngste Tag naht.
Nur weil du schwammige Goth-Drohungen postest, hast du dir noch längst keine Chance auf meine North American Championship verdient. Stell dich hinten an. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Eines Tages wirst du schon noch Hashtag Fall and Pray. Oh, die mit ihren scheiß Hashtags. Okay. Wunderbar. Ich würde sagen, wir sind Champion, liebe Freunde. Und bevor wir weitermachen, oder anders gesagt, wir machen in der nächsten Folge weiter, als frisch gekrönter Champion mit 33.607 Fans, beende ich diese Folge. Und wir werden mal schauen, was wir als nächstes machen, ne? Ob wir wirklich mit Hector reden oder ob wir den Ort wechseln. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Und wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ich die Finisher nennen könnte. Das wäre bestimmt nochmal ganz interessant. Also ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.